Herzlich willkommen hier zurück bei Ironsoft Bioshock Infinite. So, wir sind mit Elizabeth jetzt hier bei den Adler drinnen und ja, mal gucken, wird gleich wieder wild rumgeballert. Damit wette ich doch wieder. Aber mal gucken. Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Nee. Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ja, können wir da zurück? Oder? Tatsächlich. Okay. Dann kann ich mich nochmal schnell hier umgucken, deswegen. Weil ohne umgucken, also zurückgehen, was soll denn das? Also. Wenn ich ein paar richtige Lockpicks finde, kriege ich die Tür vielleicht auf. Ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Lockpacks brauche ich also, aha. Fertig. Ja, wir nehmen mal ein bisschen mehr Gesundheit. Perfekt. Ist alles voll. Okay. Ist voll, alles voll, alles voll. Nein, hier haben wir nichts mehr. Okay. Was ist, wenn uns jemand hier findet? Dann sagen wir suchen nur die Toiletten. Und das klappt? Normalerweise nicht. Und das klappt. Nein, nicht immer. Die Zeit im Comstock-Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausbringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Also, Handpfeifer abgelegt. Okay, ja. Benötigt 5 Lockpacks. Oh, wie viel? Oh, wir haben nur einen. Okay, verstehe. Wie soll ich denn 5 Lockpacks bekommen? Also jetzt mal ehrlich. Na gut. Aha. 3 Lockpacks. Was haben wir hier? Magazin. Vergrößerung. Erhöht das Magazin. Oh. Ja, nehmen wir erstmal die Pistole. Klar. Und das hier erhöht Maschinengewehrschaden. Ja, kaufen wir auch. Haben wir zwar jetzt beide nicht, aber ist egal. Danke schön für das Geld wieder. Oder zum Teil des Geldes. Okay. Soldiers Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Was interessieren einen Propheten Jahrmarktboden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Ach so. Aber wir haben jetzt erstmal ein Gewehr.
Gewehr und eine Schrotflinte. Das ist doch... Oh, hier haben wir noch nicht geguckt. Nein, hier ist jetzt sonst gar nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt in Ruhe weiter. Na los, ruf mit dir. So, okay. Das war klar, dass du da lang zeigst. Wir gehen in andere Richtung. Achso, der lädt sich immer voll. Ja, okay. Da ist sie. Die First Lady scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Achso, da oben. Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Okay, zu der müssen Sollen wir hin. Zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Meine Meinung. Und wir gucken uns noch hier ein wenig um, auf jeden Fall. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Eigentlich schon, dass ich hier mit einer Waffe rumrenne gerade. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Gepriesen sei Columbia! Soll ich dir Eis kaufen? Stehlen von... Achso, nein, nein, wir wollen jetzt nicht stehlen. Wir gehen weiter. Okay. Hot Dogs! Heiße Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys, Dogs für Girls. Achso, ich dachte, ich kann ja einkaufen. So ungefähr. Sie guckt sich das an, als ob sie... Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Ah, das ist die Puppe. Ah, okay. Einen Moment. Wir müssen da glaub. Okay. Trotzdem gucke ich nochmal hier. Hier gibt es Zuckerwatte. Immer wenn ich sagt, muss irgendwas gewesen sein. Und, Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Aha, wir können mehr Munition kaufen. Okay, Schrotflinte ist vorbei und das Munition für den Karabiner. So, das auf jeden Fall ist okay. Mein Kind? Wer braucht Konkurrenz, wenn er Qualität hat? Schade, dass die Waffe nicht... Brauchen wir Geld? Okay, hier. Gut. Die Frau ist super. Oh, tödliche Stampede! Gefangen von Männern, benutzt um zu zähmen den bockenden Bronco. Ah, ein paar Lockpicks wieder. Sehr schön. So, hier kommen wir leider nicht entlang. Okay.
Wir müssen da weiter. Dann gehen wir erstmal nochmal hier hin. Sie, Sir, Sie, Miss, Zuckerwatte gefällig? Lehnt sich überall an, okay. Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Darunter müssen wir so bringen. Okay. Wir gehen mal hier rauf. Was? Ich stell mir gerade vor, Sie auf einem Karussell. So, ich bin auf ein Karussell. Wo ist sie jetzt? Ach, da ist sie. Oh. Okay. Wieder so patriotisch. Alles. Ja, werdet Soldat. Genau, das ist doch, was Kinder wollen. Hier, das ist der Vogel. Immer größer die Puppen hier. Aha. Also stehlen will ich jetzt nichts. Wir versuchen einfach mal hier keine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, ja. So. Ist auch alles zu. Ach so, sei kein Schwachkopf. Er ist vollgelaufen. Oh, hier ist auch noch was. Bücherei, so ungefähr. Oh. Interessieren Sie sich für Gärtnerei, Mr. DeWitt? Wo ich herkomme, hält man nicht viel von Gärten. Und wo ist das? Da, wo es keine Gärten gibt. Also, ich persönlich schon. Gärtner macht Spaß. Oh, noch ein Tonband. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das dastand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Okay. Ach, da waren wir schon. Da, oh. Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denkt dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Aber sie sind ein bisschen verstörend. Hallo? Ein bisschen verstörend. Okay, die Kinder sollen sich das Theater ansehen, solange sie wollen, bis der Prophet uns Weiteres sagt. Der Prophet wird uns sagen, was wir tun sollen. Aber was sage ich den Jungs? Sie stellen so viele Fragen, keine Antworten. Ach so. Ich verliere die Frau jedes Mal. Also, es ist, naja, okay. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Kann man sie wohl holen? Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. Na ja, klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Oh. Handelt für eure Frauen. Handelt für euren Propheten. Handelt! Okay. Jetzt muss ich Strom finden.
Okay, das ist zu. Da lang, okay. Oh, die sind alle weg. Wie hieß der gleich? Komm schon raus! Mögen die Väter! Nein. Du greifst mich doch jetzt nicht an. Okay. Eigentlich nicht okay, aber na gut, was soll's. So ist es halt. Wir holen uns das Zeug jetzt noch von da hinten. Warum kommt sie nicht mit? Achso, sie bleibt hier. Okay, das heißt nur ich muss das jetzt holen. Okay. Na gut. Ja, sei kein Schwachkopf, ganz genau. Es war mir so klar, dass hier das ist. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Was hast du denn hier? Aha, der Teufel. Ah, Mist, zu wenig Geld. Das ist so unfair. Halt. Nee, da komme ich nicht ran. Oh, hi. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Nein, geht schon. Ja, es war mir klar, dass es hier... Sonst war keiner hier drinne. Oh, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Ich öffne einen Riss. Scheiße. Oh. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn! Ich versuch's ja! Schließ ihn! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Okay. Den Himmel, Bob!
beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst, von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Okay. Da lang müssen wir. Okay, wir gucken ganz kurz hier drüben. Ah, noch ein Lockpick. Jetzt haben wir 5. Okay. Hier, für die Kasse. Ah! Ergib dich! Ja. Erstmal nachladen. Oh. Na gut, dann. So. Elizabeth? Kein Problem. Bitte sehr. Jetzt haben wir 4. Puh. Okay. Ah, 5 Lockpicks, Mann. Ich hab Geld gefunden. Bitte. Danke. Ja, wir können den Teufel uns wieder leisten. Oh, wieder ein neues Hörbild. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Okay, so, was haben wir hier? Into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Ach so. Luftzahn. Halte rechts und gedrückt um eine Falle. Oh, Mist. Oh. Jetzt habe ich meine Maschinendingsfähigkeit nicht mehr drin. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slade eine Lektion! Ihr alle habt Slade verraten! Komm raus, ich will dich sehen! Lady, lass mich deine Prüfung bestehen!
Danke dir. Ah, da hinten. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Okay. So, dann sammeln wir mal den Loot mal ein. Ja. Okay, wir sollen wieder zurück. Nö, wir gehen hier rein. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Immer. Gut. Besuchen Sie die Home of Heroes und lernen Sie das brandneue Top-Jockey kennen. Da, mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Eigentlich schon, ja. Recht hat sie ja. Zuckerwatte. Zuckerwatte. Entschuldigung. Kann ich hier. Ach, Mist. Oh, hier gibt es andere Schusswaffen. Upgrades. Upgrades. Okay, für. Für die Panzerfaust. Okay. Jetzt wartet mal. Präziser. Verringert die Streuung von Maschinengewehr. Aha. Schaden. Erstmal das Gewehr. Okay. Für die Panzerfaust. Ich habe keine Ahnung. Präzision. Größeres Magazin erhöht die Magazinkapazität. Warten wir mal ab. Kannst du das öffnen? Na klar. Okay. Bitte. Ah ja. Gegner sind leichter per Nahkampf zu exekutieren. Erstmal annehmen. Ist doch selbstverständlich. Besuchen Sie die Home of Heroes und lernen Sie das brandneue Schock-Jockey kennen. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Schock-Schock-Jockey kennen. Ah ja. Halt, ist hier unten noch was? Nur noch Mülleimer, ha? Ups. Habe ich umsonst geschossen. Ist schon geleert. Okay. Dann mal nach oben. Und das ist. Gott, er schafft alle möglichen Arten Soldaten. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf. Durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slade mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slade sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Wer ist das? Slade? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Ah ja. Das ist immer noch nur Munition kaufen, okay. Okay. Haben wir voll.
Okay, Munition haben wir auf jeden Fall voll. Alles soweit voll. Okay. Hier, gut aufheben. Hier, Mr. DeWitt. Ich danke dir. Ey, die Kleine ist super mit der Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der Anfang. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Seine Tempel werden brennen und seine Goldgötzen werden schmelzen und in Bächen durch die Straßen Kolumbias rinnen. Oh, die haben alle Schwarze abgesch... Seltsam. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt wären. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Unter den Bodendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie straight, ja? Sir! Die Waffen weg! Ah! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Okay. Ein Codebuch. Nee, hier war jetzt kein Buch. Komisch. Hab ein Lockpick gefunden. Eine Garantie? Ja, sehr schön. In der Kanone. Oh. Ich glaube, das ist jetzt gerade damit gemeint. Ich habe hier was. Das hier ist das Codebuch. Okay, das heißt wieder zurück zum Code. So, jetzt aber. Hey! Scheint nicht schwer zu sein. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Hut ab für die Vox. Hätte sein können, dass das gemeint ist. Okay. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit zu Ihren Diensten. Hut ab. Hier. Guter Tipp, der Hut. Allerdings. Wer braucht Konkurrenz, wenn er Qualität hat? Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zeigen. Jeder hat einen Traum. Okay. Und wir haben was Neues. Ja. Ich fühle mich schon besser. Okay.
Ein Raketenwerfer. Ah, Munitionherstellung war hier auch. Okay. Was ist das? Eines müssen die Menschen lernen. Furcht bekämpft man mit Furcht. Ich will nicht Teil ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Okay. Achso, Maschinengewehr. Nee, Maschinengewehr will ich jetzt nicht aufheben. Ich behalte mal das Gewehr so lange. Und wir haben einen Raketenwerfer. Schlage nie Profit aus deinen Sünden. Verkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Das wird absolut fantastisch. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Die Strecke ist frei. Okay. Ich hoffe, ich fahre hier richtig gerade. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Der ist auch schon tot. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen, habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben! Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden! Nicht. Tja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Shock-Jockey und dann nichts wie weg. Wir tauschen mal lieber aus. Damit ich wenigstens noch eine Waffe so habe. Ich bin schon am Suchen.
Achso. Danke. Wir sind keine Blechmänner. Na, ah, da bist du. Okay. Ein Jahrmarkt der Sparsamkeit zu Ihren Diensten. Ja, wunderbar. Das war's ja schon. Okay. Kann ich hier? Nein. Leer. Leer. Okay. Ah ja. Ich würde jetzt glatt den Spruch bringen, nicht den Kopf verlieren, aber... Das wäre jetzt echt fies. So, wir plündern wie immer alles. Und, was haben wir hier? Ja, okay, gehen wir da mal rein. Betreten. Ja. Oh, wir haben schon wieder 42 Minuten hinter uns. Na gut, dann machen wir es so. Dann verabschiede ich mich jetzt hier von euch, ja, mit Elisabeth. Bevor wir jetzt hier sozusagen hier reinrennen und, keine Ahnung, wild um uns rumballern. Ja. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend und alles Gute. Bis dann erstmal. Ciao, ciao euch.